zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Der Titel sagt bereits, heute geht es um einen großen Po und eine schmale Taille. Und wen geht es da Besseres für als den Dominik? Wir kennen schon seit Erdschanszeiten und seit Anfang diesen Jahres trainieren wir auch zusammen. Und vor allem jetzt, wo das neue Gym hier aufgemacht hat. Und dann geben wir jetzt gerade Vollgas, eben auch um diese neue Mission anzugehen. Und Dominik trainiert eben auch als echter Mann auch Po mit. Jeder das finde ich sehr gut. Jeder Mann trainiert auf jeden Fall einen Po. Ne? Genau. Ja, würde ich sagen, reden wir nicht lange. Wir gehen direkt ins Training. Let's go. Leute, also wir fangen an mit der ersten Übung Bein-Bizeps. Wir werden das Training so gestalten, dass wir erstmal halt eben die hintere Rückseite, Bein-Bizeps und Gluteus erstmal ein bisschen vorermüden und danach gehen wir am Ende des Trainings gezielter auf jede einzelne Partie. Da haben wir nochmal unsere lieblingsisolierten Po-Übungen, aber ihr müsst eben auch beachten, dass ihr den ganzen Rest trainieren müsst, damit ihr auch die Stabilität habt, um den Po auch richtig zu attackieren. Richtig. Deswegen unsere Favorite genau. Hier, liegende Bein-Bizeps. Okay, 60, oder? Ja, machen wir 60. Die erste Übung aus. Ist gut. Wir gehen weiter. Nächste Übung, Sumo Squats. Yes. Shock to shock to muscle. Shock to shock muscle. Und zwar machen wir das Ganze hier an der Multipresse, machen wir Sumo Squats. Sumo heißt ja, dass wir einen weiteren Stand haben als jetzt hüftbreit normal. Ich gehe jetzt hier einmal rein. Ja. Heute ist kein starker Tag von mir, aber trotzdem Gefühl ist super. Ich versuche mal das Gewicht auf die Fersen zu verlagern und wirklich dann aus den Fersen nach oben zu drücken und dann geht's nach dem Po. Bei der Übung habe ich eigentlich ganz guten Tipp, wie man sich das merken kann. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt eine Walnuss zwischen den Arschbacken und ihr müsst sie zerknacken, wie so ein Nussknacker. Erst vom Boden aufheben. Erst vom Boden. Erst vom Boden aufheben. Vom Boden aufheben. Und umknacken. Und dann oben zusammenknacken. Das ist der Tipp. Jetzt haben wir wieder Bilder im Kopf. Wunderschön. Oh ja. Einmalig. Und los geht's. Ist nicht kotze heute. Shake, oder? War das? Und ich habe keinen Shake, ich habe nicht gemixt. Thunfisch und Reis, Brokkoli, Wasser, Shake, austrinken. Der Rafa macht diese Zeit so oft Thunfisch-Shakes. Ja. Ich glaube, wie der Mixer stinkt.
Er hat mir heute ein altes Foto von uns geschickt, damals im Erdschanz-Studio, wie er mit mir Beine trainiert hat. Und dann ich von ihm ein Foto damals gemacht habe, wo er ins Waschbecken gekotzt hat. Ja. Aber er hat trotzdem weiter trainiert dann mit mir. Das muss man schon hoch anrechnen. Der Rafa ist nicht ohne. Nächste Übung ist jetzt Kickbacks, also ganz klassisch, wie man halt eben mit einer Manschette nach hinten mit dem Fuß kickt. Wir nehmen uns noch ein kleines Podest hier, dass wir wirklich mit einem geraden Bein nach hinten ziehen können. Ja? Also die meisten können das ja, die machen das vielleicht so angelehnt und kicken so nach hinten. Ich finde es persönlich besser, wenn wir wirklich die Belastung mit einem geraden Bein hier nach oben machen, dass die Spannung richtig hier oben ist. Und da braucht man auch echt viel Gewicht, das ist echt ziemlich schwer. Also sehr leichtes Gewicht. Und geht direkt hier oben drauf. Es macht auch tatsächlich viel Unterschied, ob ihr jetzt mit dem Fuß nach hinten geradeaus kickt oder leicht nach außen, also so in die Richtung. Mit der Vorbelastung von vorhin so anpeilt, dann hat der Arsch keine andere Wahl als zu wachsen. Nächste Übung, Hip Thrusts. Genau, wenn die Fußspitzen leicht nach außen sind, wie in so einer Art Froschstand, kann man wirklich besser sich auf die Pobacken konzentrieren. Wie bei so einer Achterbahn, ne? Ja. Zack, reinsetzen und dann geht's ab in die Hölle. Füße nach außen, Hüfte rein und zack, hoch. Was man Dominik auch sehr gut erkennen kann, ist hier das Becken absenken, nur dass den Becken hochdrückt und der Oberkörper stabil bleibt. Also wir gehen nicht wie so ein Brett rauf und runter, sondern wirklich nur aus der Hüfte. Komm. Naja, also wirklich, was ich sagen kann, ist bei Hip Thrust allgemein, das sieht man auch in anderen Sportarten, alle Explosivsportarten, American Football und so. Da braucht man wirklich diese Kraft aus den Beinen und Hüfte. Und das kommt wirklich alles aus dem Gluteus. Die fünfte Übung jetzt und die letzte Übung. Tatsächlich haben wir ausgewählt jetzt so eine Art rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln. Also quasi gestrecktes Kreuzheben und den Fokus einfach auf den hinteren Bereich. Ja. Po nach hinten strecken und die Kurzhantel entlang der Oberschenkel führen. Dass wir, dass wir den Muskel auch nochmal auseinanderziehen. Also jetzt. Fokus wirklich auf Po, nicht im unteren Rücken merken. Und das habe ich früher auch nie gemacht, aber weiß, wie gut es dann auch ist, einfach für den Progress. Und deswegen würde ich sagen, dass du es mal startest und zeigst, wie es geht. Also, stellt euch am besten mit abgelegten Fußspitzen, sodass die Ferse auf dem Boden bleibt und die Fußspitzen nach oben, dass ihr einfach mehr Spannung auf die hintere Teil habt. So, und jetzt einfach nach hinten, Po nach hinten führen, strecken, spüren und wieder hoch. Gerne hier einfach die Schultern hängen lassen, hinten strecken und mit der Hüfte durch, zack. Es gibt auch Profi-Bodybuilder, die diese Übung auch machen. Ja. Wirklich absolute Schwergewichte. Nehmen sich natürlich ein bisschen mehr Gewicht, vielleicht eine Stange sogar. Ja. Und sind wirklich mit den Schulterblättern, hängen die einfach runter und arbeiten nur aus der Hüfte. Ja. Der Oberkörper bleibt eigentlich komplett locker. Fußspitzen leicht nach innen. Genau.
und auf geht's. So, das war unser Beintraining. Wir sind jetzt hier im Kursraum, wo hier immer so Live-Videokurse stattfinden. Aber wir dachten, es gibt jetzt ein kleines Bonusmaterial für euch, und zwar einen Booty-Vergleich zwischen Dom und mir. Und ihr könnt in den Kommentaren entscheiden, wer gewinnt. Deswegen würde ich sagen, auf die Plätze fertig, Booty-Pose, oder? Beingewicht nach vorne. Beingewicht nach vorne. Und dann mit dem anderen Bein die andere Pobacke rauskicken. Und dann so, oder? Kannst du deinen Arm dann noch so hier so hin tun? Ja. Und dann mit dem Po kannst du hinten noch anspannen. Da wackelt auch nichts, das ist alles echte Muskeln. Ja, genau. Und dann los raus, ja. Ja, genau. Das ist auch ein ganz guter Trick, einfach die Hände vorne. Finger nach vorne, ne? Dann sieht die Taille viel schmäler und das deswegen schmale Taille, großer Po, einfach immer die ganze Zeit rumlaufen. Passt ja super halt. Ihr könnt es auch gerne die ganze Zeit einfach so rumlaufen. Und dann diese Posen immer machen. Ja, und das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich blende auch nochmal Dominiks Instagram hier ein. Und wenn ihr die letzten beiden Videos nicht gesehen habt, solltet ihr unbedingt vorbeischauen. In meinem letzten Video gebe ich euch meine genauen Stats, wie viel ich gerade wiege, wie viel Körperfett ich habe und vieles mehr. Also ich habe sehr viele Tests gemacht. Und bei dem Video der Vorzeit gibt es nochmal den kompletten Trainingsplan von uns beiden. Yes. Und wie meine aktuelle Ernährung aussieht. Deswegen bleibt mit dabei. Jo. Macht das Workout gerne im Gym nach. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefällt, das Workout im Gym, wer den größeren und besseren Booty hat, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao! Ciao!